Also, sind jetzt 5 Hours in already. Und ich mache jetzt einen kleinen Vlog. Samira winkt die ganze Zeit. Sieht man geil, Samira, du bist so schwarz. Das wartet kurz. So ist unser Bus. Ja, sehr. Da ist Ikra und Samira. Machen gerade sauber. Tja, wir haben jetzt, wo haben wir? 14.22 Uhr already. Und ich bin schon in der Welt. Aber ich verstehe das schon. Ich und Ikra haben ein Zweierzimmer. Einfach. Und wir werden gleich Wop tanzen. Spaß, nein. Aber ich werde schon gleich Money tanzen. Und ja, ich gucke gerade Supernatural. Das ist gerade Dean. Und da hinten ist Sam. Den erschrecken wir noch irgendwo. Und ja. Ich schreibe euch. Ich sage gleich, was ich noch mache. So, dann sage ich mal Peace out. Also, die haben mir gerade gesagt, die haben sehr viel Müll gemacht. Und keiner hat es hinten aus. Wir sind nicht hinten, weil ich dachte mir, hinten ist es mir zu laut. Samira, ist es hinten laut? Nein, ich höre gar nichts. Du hörst gar nichts, bevor ich das schreien Musik. Hier irgendwo sitzen Anela und Elsa. Irgendwo hier in der Ecke. Ja, oh, da ist ja am schlimmsten. Und bei mir und Ikra ist es halt am saubersten, ist ja klar, ne? Butter, ne? Leute, wir haben jetzt eine neue Diskussionsfrage gestellt. Du trinkst ein bisschen Zitronen. Und jetzt redet Samira, aber ich höre der gar nicht zu, ne? Gleich. Girl, who are you? Das ist was anderes. Das ist das. Ich will es nur probieren. Die sagen einfach Nutella mit Wurst, verrückt. Und die sagen einfach Käse. Käse mit Marmelade. Hörst du dir zu? Oder mit Marmelade schmeckt. Probiert es aus. Probiert es bitte nicht. Probiert es nicht, wenn ihr es im Krankenhaus möchtet. Möchtet ihr ins Krankenhaus? Ist das. Möchtet ihr nicht ins Krankenhaus? Ist Nutella mit Wurst. Das ist so good. So good. Ja, voll. That's awesome. Also Leute, die Verrückten hier, die Verrückten hier, ich bin nicht verrückt natürlich, ne, weil ich bin Sapong Owusu, ne? Aha, Sapong Owusu, ne? Ey, Ahmed, warme oder kalte Milch? Mit Cornflakes. Warme oder kalte Milch? Mit Cornflakes. Oh, kalte Milch. Dick kalte Milch. Was sagst du, Ramil? Aber geh nach Hause, nimm man das nicht, wenn man so Cornflakes fertig gemacht hat und danach ist da nur noch Milch und man hat so Durst und man extra so? Ja, aber warm Milch, das ist so richtig gefühlt. Hast du schon mal probiert, warm? Niemand will das doch probieren. Ich hab schon das Gefühl im Mund, das ist ekelhaft. Komm doch direkt deine Cornflakes Milch. Okay, jetzt war es reißig. Warme Milch, ich muss gleich die anderen fragen, das sind alle meine Meinung. Alle! Das für mich jeden gefragt haben, kalte Milch gesagt, nur du und deine Schwester. Warme Milch. Nicht nur meine und meine Familie meinst du eher, die alle. That's so normal. Familie. That's normal, that's so normal. Ich muss euch die anderen fragen. Also, ich wollte nicht rausgehen, aber die zwingen mich hier rauszugehen. Wir müssen deine komische Frage vorbei. Die meine komische Frage. Leute, ihr müsst herkommen. Die Verrückten verstehen nicht meine Meinung. Was sagst du? Wie heißt es? Warme Milch mit Cornflakes? Warme Milch mit Cornflakes oder kalte Milch? Kalte. Warme Milch mit Cornflakes oder kalte? Sag mir nichts zu sagen. Schäumige. Geh nach Hause, Larissa. Was sagst du? Alles sagen. Sorry. Warme Milch. Was? Warme Milch mit Cornflakes oder kalte Milch? Warme Milch mit Cornflakes oder kalte? Kalte. Was sagst du? Warme Milch mit Cornflakes oder kalte? Kalt, Digga. Guck! Sandra, ich bin gerade eingeschlafen. Hier ist die schöne Elsa. Warte, bis Elsa da. Hier ist die nervige Ikra. Was wollen wir jetzt essen? Wir haben jetzt 50 Minuten Pause. Wir gehen jetzt was essen. Ich weiß nicht was. Ich hab gerade eine Chips-Tüte voll gefetzt mit Samira und jetzt sind wir bei Burger King. Die waren aber lecker. Ist da ein Filter drauf? Sieht richtig gut aus. Ja, ist ein Filter drauf. Ejo. Der ist voll geil, ne? Ey, mein Filter bitte. Nein, Leute, mit Filter. Wieso? Fake ass. Was lachst du?
Also so ein bisschen so anders. Bisschen? Was? Sag mal, wie ich aussehe. Was? Sag mal, wie ich aussehe. Ich sehe gut aus. Hey, sieht doch mal gut aus. Riesen. Oh, danke. Augen. Größere Augen. Guck mal. Genau, guck mal. Hey, sollen wir reingehen? Guck mal. Ja, lass jetzt reingehen. Geht abchecken. Ein bisschen. A Wolf Burger King. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ey! So, irgendwelche Fragen? Welche Fragen? Ja, ob Pellets warm oder kalt haben. Das ist halt eine Frage eigentlich. Du! Warte. Brötchen mit Nutella und Salami oder ohne Nutella und Salami? Wurst. Ich weiß, ihr könnt euch zusammentun. Sag mal, magst du das auch mit was denn? Was denn? Nutella und Wurst. Ja, magst du auch? Ich hab endlich jemanden gefunden. Marmelade, ne? Okay. Gouda und... Also ich würde mal sagen, Nutella mit Butter geht grundsätzlich, aber mit Salami ist es... Nutella mit Butter? Doch, es ist okay. Nein, ja, okay, das ist schon mal gut. Also ja. Salami auch. Anela, willst du irgendwas sagen? Nutella und Butter? Geht mit. Ja. Das Essen von die Briten vor Ort habe ich einmal gegessen, Nila. Das ist ein bisschen, ja, das ist süß fettig, aber. Und was sagst du zu Salami? Salami, genau. Salami, Nutella. Salami, Nutella. Habe ich auch noch nie gegessen, warum würde ich eklig finden? Also, ich frage gerade, ob es was zu bestellen gibt, weil wir haben jetzt gerade keinen Hunger. Anila, hast du Hunger? Das wird auch meine Brotdose sein. Ich hab keine dabei. Was denn? Keine Brotdose. Tschüss. Ist das zurückgegangen? Nein, das ist auch weiter. Wer raucht hier? Eine Stunde 40. Warum willst du immer diesen Fächer immer ohne Fächer? Ich will aber ein bisschen machen. Hast du ein Video mit? Na ja. Gut, ich hab in die Kamera. Wir haben es geschafft. Also wir sind jetzt in unserem Zimmer, die Qualität und mein Handy ist ein bisschen schlecht. But whatever. Das ist jetzt Ikras Bett. Ikra hat Platz Angst. Komm, wir gehen bei den anderen kommen. Warte. Ja, ich zeig euch gleich mein Zimmer. Wir zeigen jetzt erstmal die andere Zimmer. Boah, hast du mich jetzt erschreckt. Guys, diese Teppich ist Suicide. Ist so. Nee, du nächster. Ich kann auch bei uns kommen. Ja. Ich muss oben das Viererzimmer, da war das Sonnenzimmer. Der Videoblog. Jetzt gucken wir mal jetzt uns an. Wow, die Hoteltester. Boah, diese Treppen, ne? Was ist das? Holzblöcke. Wow, ist voll schön. Hier ist ein Einzelbett für jemanden nur. Hey, ist voll schön. Haben wir gezogen. Ist so, und das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Der Fernseher geht nicht. Wir haben sogar eine Durchgehtür. Wo geht die denn? Ah, das ist die Toilette hier. Jetzt zeige ich euch mal mein Zimmer. Ist immer noch hier? Ja, natürlich bin ich immer noch hier. Hi! Und bye! Bye! Bye. Also, das ist Ikras Bett. Ich hab Tatsache. Da sind die anderen Girls, die haben die Tür kaputt gemacht. Und dann ist hier mein Zimmer. Einfach nur das alles ist meins. Ne? Das ist meins. Und das ist hier eine Küche, keine Ahnung, wie sie hier in der Küche ist. Whatever. Hier ist eine Durchgehtür. Richtig windig, aber meine Kamera ist jetzt gerade richtig schlecht, also kann man es gar nicht sehen. Hier, eigentlich ist die Aussicht voll schön, aber ich muss das gleich richtig filmen. Jetzt zeige ich euch noch das Zimmer von, keine Ahnung. Hier, wait a minute. Hier ist das Dreierzimmer. Das ist, denke ich, von... Larissa, Alissa und Anela oder Samira, denke ich. Das ist Larissa, Alissa und Samira. Ja, dann hatte ich doch recht. Hier ist unser Bad. Ich muss immer das Licht finden. Hier ist unser Bad, richtig guter Spiegel. Like, da mache ich immer so, damn guys, dude. Alle Zimmer sind besser als unsere. Ich dachte, ich dachte, unsere ist cool. Die haben so eine Dusche. Ja, schau mal mit mir mit. Die haben wirklich so eine Dusche.
Dusche. Ja, ich geh kurz mit, um zu sehen, wie die Jungs leben. Also wir gucken uns jetzt das Zimmer an von den Jungs. Angeblich soll das richtig gut sein. Guckt euch die Damn! Was ist das für ein... Der Spiegel ist nicht so groß, aber was ist das für eine Größe eines Zimmers? Like, guckt euch mal die Dusche an. Hier, hier. Wir haben nur diesen Abstellraum gefühlt. Richtig frech. Und dann, das ist deren Toilette dann auch. Hier geht's wieder hoch, da traue ich mich nicht hoch. Ich hab mich verlaufen. Und hier? Was ist das? Ah, hallo Dennis. Mal. Ist Dennis da drin? Sorry Dennis. Ja, hier ist zweiter Balkon. Ist alles gut zu deiner Zufriedenheit? Ja, check hier. Ja, check. Ich mach hier, zu gucken, ob ihr besser lebt als wir. Ihr habt sogar einen Stuhl und den klaue ich jetzt. Haben wir gar keinen Stuhl. Und so sieht die sich draußen aus. Deren, oh mein Gott, das könnt ihr nicht sehen, weil es richtig dunkel ist. Aber hier ist gerade eine Couch von mir. Hier sieht die Aussicht draußen aus. Manchmal denke ich mir so, ich sollte mir ein iPhone kaufen, ja? Für solche Tage. So, yeah. That's it. Hier. Also, Leute, wir laufen jetzt zur Pizzeria. Es ist so dunkel, man, weil wir, nicht, man sieht dich nicht. Und mich nicht. Weil wir haben jetzt richtig Hunger bekommen. So richtig random. Boah, wie sieht mein Kamera aus? Wie sieht man dich? Ja, egal. Ja, die laufen alle viel zu schnell, wir sind die hinteren natürlich und ja, ich hoffe die Pizzeria ist gut und Outfit check. Das hier ist H&M. Der Pulli ist irgendwie, ich weiß nicht wie die Marke heißt, aber Daisy Gold, weiß nicht wie viel habe ich gecheckt bekommen. Die Kappe, 30 Euro, ja das war's eigentlich. Von 1 bis 10? Ich hoffe, die passt da. Von 1 bis 10 so? Von 1 bis 10 eine 7. Okay, ja, ist okay. Ich hab das jetzt gerade nur so zusammengeschnitten. Ich kombiniere es. Ist so. Ist, Outfit-Check. Ja. So, Outfit-Check. Ja, eine Outfit-Check 000. Spaß! Das ist richtig Outfit-Check. Okay? Outfit-Check, also Schuhe. 100 Euro. Ja. Leggings von TVO, ja. 50 Euro. Ja, übertreib. Und LFDY, 90 Euro. Was? Krasse 15 Euro. Boah, Jana, du bist so krass für mich. Ja, ich weiß. Boah.